Hallo again und herzlich willkommen. Wir sind heute zu zweit. Der gute Bailey ist heute mit dabei. Er wollte unbedingt mit in die Kamera. Der kleine Schnutz. Wir machen heute die Mir. Und zwar Budget, Medium und Meta-Version. Aber interessant finde ich die Budget-Version, weil ich da schon viele andere Dinge gesehen habe, wo ich denke so, let's go. Antworten wir zuerst mal die Frage, warum das Ganze überhaupt eine Meta-Variante ist. Also es hat zwei Gründe. Das eine ist erstmal das Kaliber. Das Kaliber, die Munition ist absolut Meta. Wir bekommen sehr, sehr früh schon die M80 Munition. Die penetriert schon wahnsinnig gut und macht viel Damage. Als nächstes kommt dann die M61, M62. M62 ist aktuell stark genervt, nicht zu empfehlen. Tracer Munition macht nicht so viel Schaden, wenig Pen. Aber die M61 ist dafür umso stärker und eigentlich die To-Go-Munition. Und dann gibt es noch on top die M993, was nochmal eine Wucht ist. Und das Ganze kombiniert mit einer Waffe, die praktisch gar keinen Recoil hat. Wenn ihr euch das mal anschaut, wir brutzeln da alles drauf. Und im Endeffekt geht es nur darum, was für einen Trägerfall ihr habt. Also wie schnell ihr klicken könnt. Je schneller ihr klicken könnt, desto schneller klappt auch die Waffe. Das Schöne ist auch, wie ihr seht hier beim Schießen, ihr habt eine sehr geringe Rauchentwicklung. Das heißt, der Nachteil durch eine S58, dass ihr gar nichts mehr seht, wohin ihr schießt, das ist ja auch nochmal minimiert. Deswegen ist diese Waffe Meta, sie ist halt hocheffizient. Die Waffe kostet auf dem Flea-Market in der Grundversion 70.000 Rubel ungefähr, plus minus. Ihr könnt sie traden gegen 10 USB-Stecker, das ist eine sehr, sehr geile Sache. Und 20 Tapes gegen eine Eber-Version. Wir nennen das hier Eber-Version, es gibt die Archangel, Eber, Meta und Budget sozusagen. Und das ist die Eber-Version, auch eine sehr, sehr geile Version, leider mit einem kurzen Lauf, aber ist nicht so dramatisch. Man kann sie da entsprechend auch etwas, was im Hinterkopf behalten sollte. Also 20 Tapes oder 10 USB-Stecker. Wenn wir die Waffe jetzt einmal haben, bauen wir sie minimal um. Und das ist halt das immer, was ich mich frage mit Budget und Nicht-Budget, ja. Also meiner Meinung nach machen wir folgende drei Schritte. Erstens, das Ding hier weg. Das ist einfach nur hier Kim und Korn, das kommt weg, das spielt keine Rolle. Damit haben wir aber Platz für das CASV-1.4 Mount. Warum ist das so gut? Zum einen verbessert es die Werte, also wir kriegen ein bisschen Ergonomie dazu, leider kein Recoil, aber Ergo. Und zum anderen kriegen wir ein komplettes Rail, das heißt, wir können bereits Scopes ganz hinten draufsetzen, große Scopes, kleine Scopes, was ihr wollt. Wir machen jetzt mal beispielsweise ein XPS3 drauf und das war's. Die Waffe ist ready to go. Momentan ist ein 20er Magazin drin, das ist auch genau das Magazin, was ich empfehlen würde. Nicht zu wenig Schuss, nicht zu viel Schuss, M80 Patronen rein und let's go. Achtet darauf, dass ihr die M80 Munition günstig kaufen könnt, dass ihr die früh freischaltet. Ich glaube, korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare, Level 15? Level 15, glaube ich, ist M80 freigeschaltet und ab da geht die Waffe halt schon ab. Kommen wir zu der mittleren Variante und hier wird es schon ein bisschen schwieriger, weil mittlere Variante heißt, je mehr Geld man reinsteckt, desto besser wird jetzt die Waffe. Also man muss so ein bisschen den Mittelweg finden und ich werde euch versuchen, jetzt einen Mittelweg zu zeigen. Also ich zeig mal die Werte hier, damit ihr seht, wie sich das ändert. Wir starten mit 30 Ergo und 163 Recoil. Also der leichteste Schritt, das Ganze zu verändern, ist, indem man den Stock ändert. Und zwar haben wir 4 Stück zur Auswahl. SOCOM ist momentan, was wir sehen. Dann gibt es Archangel, dann das Eber und das SASS Stock. Archangel ist die leichteste Variante. Archangel drauf, fertig. Ihr seht hier, wie die Ergo nochmal hochgeht. Das heißt, man kann hier einen Science Mount draufpacken, zum Beispiel das UTG-4 oder das AMS 18. Was ich euch aber zeigen möchte, ist für denselben Preis das Eber Stock. Eberstock in Kombination mit dem Schaft und dem Griff gibt bessere Werte. Wir haben hier 52 Ergo bei 151 Recoil. So, und jetzt ist die folgende Frage, wie viel Geld wollen wir noch investieren? Meiner Meinung nach, wenn wir schon Geld in die Hand nehmen, ein bisschen was hier raushauen und ein bisschen bessere Waffe zu kriegen, sollten wir auch den Lauf ändern. Und zwar bauen wir da direkt den Meta-Lauf ein, das ist nämlich der 22 Zoll Lauf. Also mit 22 Zoll werdet ihr auch die Meta-Variante finden. Meiner Meinung nach kann man jetzt bereits das Meta Muscle Break draufsetzen, weil es nicht so teuer ist. Also, wir setzen drauf den A3 Adapter. In diesen A3 Adapter hier, ich zeige das mal vorne, man kennt das aus anderen Modellen bereits, kommt das BMD. Und in dieses BMD kommt das Landtag Dragon. Das ist diese Dreier-Kombo und diese Dreier-Kombo reduziert das Recoil auf 83. Jetzt sollte man nicht vergessen, hier unten noch einen Laser dran zu machen. Also das Minimum hier wäre das TBL, der Blue Laser. Dann ein Visier um drauf und das war's.
Kommen wir zur Meta-Variante. Und zur Meta-Variante sind es nur ein paar kleine Schritte. Also erstmal weg mit dem Zeug, was wir nicht brauchen. Und jetzt ändern wir das Ganze in den SASS-Stock. Das ist unser Grundmodul. Wir packen den Mesa Crosshair. Und hier ran kommt das PRS-3. Das ist erstmal die Meta-Variante, um so wenig Recoil wie möglich zu bekommen. Griff gibt es nur eine Möglichkeit, das ist der MOA Pistol Grip. Magazin gehen wir mindestens auf 30, wenn wir nicht sogar ein Trommelmagazin nehmen. Als Griff, jetzt kommt's und da scheiden sich die Geister. Wir nehmen jetzt den RK2 Griff und das ist eigentlich die Meta-Variante. Ich sag gleich noch ein paar Worte dazu. Und hier setzen wir jetzt natürlich kein Blue Laser mehr ein, sondern schön den Steiner. Die Steiner Kombinations Laserlampe. Hier vorne haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit, Kim und Korn aufzusetzen. Und zwar machen wir das natürlich so, dass es jeweils einen Ergo-Punkt gibt. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, ist das Defiance Kim und Korn System. Also setzen wir einmal Defiance hinten dran, vorne dran. Als Lauf haben wir bereits den 22 Zoll Lauf mit unserer Muscle Break Kombination. Das bleibt so, das ist Meta. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Scope. Und wir packen mal, um neutral zu bleiben, das PK06 drauf. Und schon sind wir ready to go mit 35 Ergo und 41 Recoil. Natürlich wollen wir das Ganze nicht beenden, ohne noch die besten Scopes zu sehen. Und zwar gibt es auch eine klare Linie. Das wahrscheinlich momentan beste Scope ist das Voodoo. Das Voodoo braucht einen 30mm Ringmount. Das heißt, wir nehmen entweder das Ringmount in Kombination mit einem 45 Grad Winkelaufsatz und einem PK6 beispielsweise. Wir hätten dann eine Kombination von einem Visier plus Rotpunkt. Oder wir nehmen anstatt das NF30 direkt das JP30 und haben hier die Möglichkeit oben, ein DP-Mount drauf zu machen und hätten dann entsprechend Rotpunkt direkt oben auf der Waffe drauf. Vorteile vom Winkelsystem ist, dass ihr sehr schnell im Scope seid, ihr könnt sehr schnell umschalten, was sehr, sehr cool ist. Nachteil davon ist, dass die halbe Waffe im Blickfeld ist, also ihr weniger seht. Vorteil vom DP-Mount ist, dass wenn ihr dann ansetzt, die ganze Waffe weiter nach unten genommen wird und ihr ein viel, viel besseres Blickfeld habt. Nachteil davon ist, dass das Ganze so hochgesetzt ist, dass die Zentrierung nicht ganz genau stimmt. Je kürzer die Distanz, desto ungenauer ist diese Zentrierung. Das heißt, ihr müsst ein bisschen höher zielen, als der Punkt eigentlich darstellt. Für welche Variante ihr euch dann immer entscheidet, das Voodoo kommt hier mit rein. Das ist wirklich eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Scope. Alternativ dazu auch noch zu empfehlen, Geschmackssache hier sicherlich, das Tech-Visier. Mein Favorit ist ganz klar das Voodoo. Was man jetzt zu diesen Varianten sagen muss, ist, dass wir natürlich zum reinen Scharfschützenspielen einen relativ geringen Ergo-Wert haben. Das ist viel zu wenig, 20 Ergo. Je geringer der Ergo-Wert, desto länger dauert es, in Scope zu gehen, desto lauter ist die Waffe. Aber vor allen Dingen, desto weniger könnt ihr im Scope bleiben. Je kürzer ist die Zeit, wo ihr wirklich ansetzen könnt. Und gerade wenn ihr auf lange Distanz was erwischen müsst, müsst ihr lange Zeit zielen, mit dem Gegner mitgehen und den richtigen Moment finden für den Abschuss. Und je kürzer dieser Zeitraum ist, desto schlechter für euch. Deswegen als Tipp hier an dieser Stelle, den RK2-Griff zu wechseln gegen den Shift-Grip. Der Shift-Grip bringt richtig schön Ergo dazu. Er geht auf 32 hoch und das ist schon mal eine tolle Sache, wenn ihr vorher ein Trommelmagazin hattet. Auch hier als Scharfschütze absolut empfehlenswert, auf ein 30er oder sogar ein 20er Magazin runterzugehen. Ich persönlich würde ein 30er Magazin nehmen. Dann setzen wir das PRS-3 noch ab und ersetzen das Mesa Cross durch den Advanced Tube. Der Unterschied ist, dass wir 5 Ergo dazu bekommen, ein bisschen Recoil verlieren, was beim Scharfschützen-Spielen nicht so wichtig ist. Und anstatt den PRS-3 setzen wir jetzt MOE-Stock drauf. Zusammen mit dem Buttpad erreichen wir jetzt einen Recoil-Wert von 53, was immer noch absolut okay ist, absolut super ist. So, der Bailey hat die ganze Aufnahme über durchgehalten. Man sieht ihn nur noch. Ja, man sieht ihn kaum noch, aber er ist noch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen. Kommt gerne vorbei auf Twitch. Wir sind fast jeden Tag online. Ich sag schon mal Tschüss an dieser Stelle. Macht euch selber ein Bild. Bleibt gesund, bleibt sauber. Wir sehen uns. Ciao, ciao.